Im Physikalischen Institut der Universität Freiburg wird die Zeit aufgebrochen. Professor Giuseppe Sansone nimmt mit Hilfe eines Lasers chemische Reaktionen unter die Lupe. Das Besondere ist die Zeiteinheit, mit der der Laser pulsiert. Diese entspricht im sogenannten Attosekundenbereich, genau der Zeitdimension, in der Elektronenbewegungen in Molekülen ablaufen. Wir sehen, dass die Zeit, die das Elektron braucht, um eine ganze Drehung um das Proton zu machen, besteht nur auf 150 Attosekunden. Und das gibt ein bisschen das Gefühl, dass alle die elektronische Dynamik in Atomen, in Molekülen und im Festkörper, die entfalten sich auf eine Attosekunde in Zeitskala. Eine Attosekunde vergeht unvorstellbar schnell. In eine normale Sekunde passen 1 Million Billionen Attosekunden. Im abgeschirmten Labor leitet der Physiker Dominik Ertl Untersuchungsreihen mit dem Attosekundenlaser. Mit seiner hohen Energie bringt der Laser Gase in einen sogenannten Plasmazustand und wirft bei chemischen Molekülen Elektronen aus ihren Bahnen um die Atomkerne. Das Elektron kann frei werden und wird dann im restlichen elektrischen Feld des Pulses erst wegbeschleunigt. Und dort ist eine Chance, dass dieses Elektron wieder rekombiniert, das heißt wieder zurückfällt in den Grundzustand des Atoms und dabei die Energie, die es aufgenommen hat, durch die Bewegung, durch die Beschleunigung des elektrischen Feldes abgibt. Die abgegebene Energie in Form von Lichtteilchen setzt durch Photoionisation Elektronen frei. Wir bekommen dann die entsprechenden Photoelektronen, die von diesen Millionen ausgehen. Wir können Energiespektrum anschauen. Und hier im unteren Bild haben wir dann anschließend die Photoelektronen als Funktion des Emissionswinkels. Die Beobachtung von Molekülen mit Hilfe eines pulsierenden Lasers heute funktioniert prinzipiell genauso wie die Beobachtung sich bewegender Pferde vor knapp 150 Jahren. Der Fotograf Edward Muybridge wollte damals herausbekommen, ob Pferde im Galopp kurzzeitig mit allen 4 Hufen gleichzeitig in die Luft kommen. Mit nackten Augen können wir auf diese Frage nicht wirklich beantworten. Ich meine einfach, die Bewegung des Pferdes ist einfach zu schnell. Was Muybridge geschafft hat, ist eine Kamera mit einer sehr kurzen Öffnungszeit zu entwickeln und dank dieser Kamera er könnte wirklich einen Movie, einen Film drehen, in dem man sieht, dass eigentlich es gibt Momente, in denen das Pferd die Erde nicht berührt. Aber wenn man genau hinschaut, man sieht, dass die 4 Beine sind nicht gestreckt, aber die sind alle zusammengezogen. Die Freiburger Forschenden wollen ihre Zeitlupenstudien zu Elektronenbewegungen in Molekülen optimieren. Im Moment kann der Laser nur Elektronen ablenken, die auf äußeren Bahnen unterwegs sind. Da gibt es schon einen neuen Aufbau, den wir entwickelt haben. Dadurch erhoffen wir uns, dass wir mehr Attosekundenpulse, also stärkere, intensivere Attosekundenpulse erzeugen können. Und dadurch können wir quasi noch tiefer, also Elektronen, die noch tiefer in einem Atom oder Molekül sitzen, also näher des Kernes, herauslösen. Ein weiteres Ziel ist, mit dem Attosekundenlaser Reaktionen von Molekülen direkt hervorzurufen. Dann wäre es möglich, chemische Verbindungen sozusagen nach Maß zu schneidern, ohne dass, wie noch heute bei klassischen Reaktionen, Nebenprodukte anfallen.